Willkommen zurück. Wir haben im letzten Video Git installiert, konfiguriert und einen SSH-Schlüssel eingerichtet. Und jetzt wollen wir anfangen, mit Git zu arbeiten. Wenn man mit Git arbeitet, braucht man zuerst ein Repository. Und eine Möglichkeit, so ein Repository zu erstellen, ist mit dem Befehl git init. Dieser Befehl erzeugt in Ihrem Arbeitsverzeichnis ein Unterverzeichnis mit dem Namen .git. Und unten habe ich es mal so dargestellt. Also ich mache einen neuen Ordner mit mkdir namens Project. Ich wechsle mit cd in dieses Verzeichnis namens Project und führe dann git init aus. Und dann ist eigentlich das Repository schon erzeugt. Ich kann das nun als git repository verwalten. Hier kommt auch schon die erste Aufgabe. Erstens öffnen Sie die git bash. Zweitens erstellen Sie ein Verzeichnis namens git exercises. Und drittens wechseln Sie in dieses Verzeichnis und initialisieren Sie ein neues Repository. Machen wir gleich. Git bash habe ich schon offen. Noch von vorher. Schiebt es mal ein bisschen nach oben. Bin schon bei Teil 2. Erstellen Sie ein Verzeichnis namens git exercises. Und ich bin ja immer noch in meinem Home-Verzeichnis. Dann mache ich eben dieses Verzeichnis mit mkdir git exercises. Achtung, verwenden Sie die git bash und nicht die git cmd. Das ist die traditionelle DOS-Eingabeaufforderung. Die bash ist doch etwas weiter verbreitet unter Git-Usern und etwas komfortabler. Darum mkdir git exercises. Wechseln Sie in dieses Verzeichnis cd git exercises und initialisieren Sie ein neues Repository, git init. Das hat er gemacht und jetzt gibt er gleich aus, dass er hier dieses Verzeichnis ausgegeben hat. Wenn ich nun ls eingebe, sehe ich gar nichts in diesem Repository, weil das Arbeitsverzeichnis noch leer ist. Wenn ich hingegen ls-a eingebe, sehe ich, dass es hier einen .git-Ordner gibt. Das ist das eigentliche Repository. Dort drin arbeitet man nicht selber, dort verwaltet einfach Git seine Daten. Also das Repository wäre eingerichtet und damit wäre die erste Aufgabe auch schon erledigt. Bin dann gleich zurück mit dem nächsten Teil. Bis dann.